Es ist im Grunde ähnlich wie bei nassen Verhältnissen im Sommer. Wir haben sehr wenig Grip. Das heißt, das Spiel, die Räder zu belasten, wird sehr, sehr wichtig, weil wenn man zu wenig Gewicht auf dem Hinterrad hat, dann rutscht es durch. Wir haben jetzt die Unterstützungsstufe durch den Motor. Und das ist egal, ob es Bosch oder Shimano ist. Man stellt sich eine sehr geringe Unterstützungsstufe ein. Meistens heißt das Eco-Modus. Einfach, damit man nicht das Problem hat, dass der Motor so viel Kraft zusteuert, dass das Hinterrad noch mehr zum Durchrutschen neigt. Die Körperposition beim Bergauffahren ist natürlich auch ausschlaggebend. Im Gegensatz zum Sommer sind wir im Winter selten so steil unterwegs, dass uns das Vorderrad hochkommt. Um viel Druck aufs Hinterrad zu bringen und dadurch Traktion zu erlangen, gehen wir mit dem Oberkörper rauf und rutschen mit dem Gesäß ganz hinten auf den Sattel. Somit ist das Hinterrad maximal belastet und hat ausreichend Grip, um uns nach oben zu befördern. Wenn ihr auf dem Fatbike oder dem Mountainbike mit wenig Luftdruck unterwegs seid und ihr fahrt sehr harten, festen Schnee, könnt ihr auch mal aus dem Sattel gehen. Da gilt das Gleiche, wenn man im Wiegetritt fährt, dass man sein Gewicht leicht nach hinten verlagert, um wieder die Traktion aufs Hinterrad zu bringen. Ich fahre im Wiegetritt den Berg hoch, merke, hinten rutscht es durch, dann wird mein Schwerpunkt nach hinten und schon habe ich mehr Druck auf dem Hinterrad. Steilrampen bergauf begegnen uns vor allen Dingen im Mittelgebirge immer wieder. Um zu vermeiden, dass das Vorderrad dabei aufbäumt, bewegen wir unseren Körperschwerpunkt stark nach vorne unten, bleiben dabei aber im Sattel sitzen. Wir wählen einen leichten Gang und versuchen möglichst gleichmäßig zu treten. Wichtig ist, dass man, während man ganz weit unten mit dem Gesicht ist, vermeidet am Lenker zu ziehen, sondern wirklich versucht, hier locker an den Händen zu sein. Viele versuchen sich quasi dann den Berg hochzuziehen. Was dann passiert, sie ziehen am Vorderrad und das Vorderrad verliert den Grip und bäumt auf. Deswegen ist wichtig, in der tiefen Haltung bei Steilrampen berghoch wirklich das Gesicht Richtung Vorderreifen, Po auf die Sattelspitze, runder Tritt, gleichmäßiges Treten und diesen Zug am Lenker vermeiden. Manchmal hat man ein bisschen Zug, dann ist es noch okay. Aber wenn man zu sehr sich da einspannt, geht das Vorderrad in die Höhe und man hat ein ganz schönes Problem. Wenn ihr jetzt in dieser Steilrampe seid und ihr merkt, der Boden hat doch sehr viel Grip, kann man auch mal einen Wiegetritt gehen. Und wenn man dann merkt, das Hinterrad verliert den Grip, dann kann man mit dem Körper ein bisschen nach hinten gehen und das Hinterrad wieder belasten. Wenn der Weg relativ schmal ist, so wie hier, dann können wir natürlich nicht wie auf einem total breiten Schotterweg unser Rad total querstellen und dann schön von oben aufsteigen. Das Rad hat schon relativ, steile Neigung und da hilft es natürlich, wenn man eine Vario-Stütze hat. An dem Bike habe ich eine von Raceface. Die meisten fahren eine Reverb, aber es gibt echt eine Menge gute Stützen am Markt, die dann stufenlos verstellbar sind. Und dann komme ich schon besser drauf. Die Kurbel parallel zum Unterrohr, das Gesicht runter, Po auf die Sattelspitze, Bremsen noch gezogen, dass ich jetzt nicht rückwärts hier runterrolle. Und dann, wenn ich die Bremsen löse und losfahre, die erste Kurbelumdrehung bitte sehr gefühlvoll, damit das Vorderrad am Boden bleibt und das Hinterrad nicht den Grip verliert. Ich zähle an. 1, 2 und gefühlvoll lospedalieren, Gesicht runter und dann kann ich den Sattel wieder höher stellen und weiterfahren mit runden Tritt. Also, es geht steil bergauf und es kommt dann mal wieder Wurzeln oder so. Ihr seht jetzt da vorne, sind jetzt keine besonders großen, aber es ist ein bisschen nass. Das heißt, nasse Wurzeln bergauf können einen natürlich sofort das Momentum nehmen oder die Reifen rutschen durch. Man bleibt vielleicht auch da einfach drin hängen. Da ist es wichtig, dass man vorher nochmal Schwung nimmt, egal ob jetzt mit E-Mountainbike oder ohne E. Da muss man halt vor der Stelle richtig Gas geben, damit man dann auf den Wurzeln die Kurbeln entlasten kann und man auf keinen Fall dieses Durchrutschen des Hinterreifens hat. Mache ich das mal vor. So. Vor den Wurzeln Gas geben und dann kann man entlasten und danach wieder Gas geben.